Die SEC will FTX-Auszahlungen blockieren. Laut dem jüngsten Liquidationsplan will FTX Gläubiger mit Zahlungen in Stablecoins entschädigen. Die SEC äußert sich dazu kritisch. Sollte der FTX-Insolvenzverwalter seinen Gläubigern eine Entschädigung in Stablecoins auszahlen, könnte die US-Börsenaufsicht SEC Einspruch erheben. Darauf deutet ein Schreiben vom 30. August an das US-Insolvenzgericht in Delaware hin. Alex Thorne von Galaxy Digital meint, die SEC sehe Stablecoins als Wertpapiere an und wolle sich das Recht vorbehalten, diese Entscheidungen anzufechten. FTX war eine Kryptowährungsbörse, die 2022 aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten und eines großen Betrugsskandals zusammenbrach. Seit dem Untergang von FTX warten Gläubiger auf eine Entschädigung. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.